Moin moin Leute, ich bin Lukas Brian oder einfach nur Yannick und begrüße gerade dich zum finalen Part von Emio, der lächelnde Mann. Das große letzte Kapitel steht bevor, die Wahrheit, wo wir heute alles herausfinden sollen, wie sich dieser Fall, ja, zum Ende hin herausstellt. Ich bin sehr gespannt, was uns heute hier erwartet. Halleluja. Ich muss auch zugeben, bevor wir hier anfangen, ich muss natürlich die Spannung hier ein bisschen, Dramaturgie, Bogen ein bisschen spannen und so. Ich muss sagen, ich habe natürlich, und ihr wahrscheinlich auch, schon so ein paar Ideen, in welche Richtung es gehen könnte, wer jetzt mit wem verstrickt ist, ob es wirklich der Bruder von Kuze ist, ob Kuze vielleicht immer schon drin war, ob sie so ein bisschen in die Polizei gegangen ist, damit sie das vertuschen kann. Ganz wild, ganz wild. Es gibt so viele Ideen, wie es sein könnte. Aber heute herauszufinden, wie es wirklich ist, das macht es sehr, sehr spannend. Auf geht's. Ich bin hier am Yamamba-Pass. Hier ist der vermeintliche Minoru Suzuki aus dem Auto des Bauarbeiters gestiegen. Ganz schön abgelegener Ort und so gut wie kein Verkehr. Von hier aus bräuchte man zu Fuß ewig bis in die Stadt. Boah, das echoet richtig. Das wäre ein ziemlicher Fußmarsch von hier bis in die Stadt. Da geht auf jeden Fall ein Trampelpfad nach oben. Es wird von Bär gewarnt und wenn ich einem begegne, dann wird's gruselig. Das ist doch... Das sieht wie ein Trampelpfad aus. Ob der wohl durch Menschen entstanden ist oder vielleicht Tiere. Ziemlich viel Blattwerk am Boden, aber... Ich muss irgendwie vorankommen. Trampelpfad nehmen. Es wird schon dunkel. Das macht mich ein bisschen nervös. Ich muss mich so weit wie möglich durchschlagen. Oh, und da noch, wo es so dunkel wird. Puh. Es wird immer zugewachsener. Das artet ja an eine kleine Bergexpedition aus. Was haben wir hier? Dort im Schlamm sind einige Spuren zu sehen. Ob sie von Personen hinterlassen wurden? Ich sollte ihnen folgen, vielleicht führen sie mich ja irgendwo hin. Ein Wanderweg ist es jedenfalls nicht. Hier sind ja nirgends Schilder oder Markierungen. Vielleicht ist dieser Pfad entstanden, weil sich jemand tief im Wald versteckt. Minoru Suzuki zum Beispiel. Möglich? Diesem Trampelpfad sollte ich noch weiter folgen. Es war wirklich sehr steil. Und jetzt? Wo geht's denn hier weiter? Boah, die Musik im Hintergrund wird auf jeden Fall ziemlich creepy. Irgendwer hat da kleine Schneise in die Pflanzen getrampelt. Es muss also jemand hier gewesen sein. Und theoretisch ja auch nicht allzu... Also, entweder der ist hier oft lang gelaufen, aber... Das ist ja ganz schön runtergetrampelt. Also, weiter geht's. Eine Weggabelung. Jetzt ist guter Rat teuer. Boah! Was weiß ich denn? Sieht man irgendwo genaue Fußabdrücke? Da entlang geht's nach unten. Der Weg ist erkennbar, wenn auch nicht übermäßig ausgetreten. Und hier? Da geht's bergauf. Der Weg sieht ganz gut ausgetreten aus. Ich würde nach rechts erstmal gehen. Ich biege mal nach rechts ab. Der Weg ist zwar ausgetreten, aber warum geht es immer weiter bergab? Ah, verdammt. Drehe ich durch oder was? Das hier kommt mir sehr bekannt vor. Oh, an dieser Stelle bin ich in den Wald abgebogen. Ich muss im Kreis gelaufen sein. Ja, hilft ja nichts. Ich muss mich nochmal bis zur Weggabelung durchschlagen. Tja, so verliert man Zeit, wa? Da ist die Weggabelung ja endlich wieder. Diesmal nehme ich den richtigen Weg. Nämlich nach rechts. Ich biege mal nach links ab. Ein Bach? Die Strömung ist gar nicht so ohne, aber das Wasser ist flach. Da sollte man eigentlich rüberkommen. Was ist das hier oben für eine Schleife? Was ist das denn? Das sieht doch wie eine Markierung aus. Vielleicht ist bei der Markierung wieder ein Weg ausgetreten. Wer hat das Band da wohl befestigt? Ob hier regelmäßig Leute langgehen?
Ich weiß es nicht, aber wir gehen da auf jeden Fall hin. Über die Felsen könnte ich den Bach gut überqueren. Ich muss halt nur vorsichtig sein. Noch eine Weggabelung. Was haben wir hier für ein Schild? Ein handgeschriebenes Schild mitten auf dem Pfad. Benutzung des Weges verboten. Der Text ist in Hiragana geschrieben. Vielleicht damit Kinder das Schild leichter lesen können. Call me crazy. Aber so wie die Schrift da verlaufen ist, finde ich, sieht die aus wie auf dem Zettel, wo Emiko stand. Ich meine, klar, ähnliche Schriftzeichen, aber das sieht doch sehr erstaunlich ähnlich aus. Da liegt ein kaputtes Schild im Gestrüpp. Ob das jemand dort versteckt hat? Durchgang verboten. Sieht eigentlich schon nach einem Schild aus, das die Behörden mal aufgestellt hatten. Ja, ich würde nach links gehen, ehrlich gesagt. Benutzung des Weges verboten. Na und? Dieses Warnschild hält mich nicht auf. Ich nehme trotzdem den linken Pfad. Gerade weil es handgeschrieben ist. Da ist eine Hütte. Da ist eine Hütte. Und eine Höhle. Und jetzt? Ja, guck dich doch mal um, wie viel hier ist. Da unten ist auch eine Rose oder so. Eine Hiso-Statue, die sieht ja ziemlich vernachlässigt aus. Aber eine Blume als Gabe hat irgendwer da hingelegt. Die Blume ist sogar ziemlich frisch. Hier muss vor kurzem jemand gewesen sein. Wenn man genau hinsieht, kann man hinter der Hiso-Statue einen Trampelpfad erkennen. Ein Trampelpfad zu der Hütte? Eine ziemlich verlotterte Hütte. Aber vielleicht lohnt es sich, sie unter die Lupe zu nehmen. Und hier links ist doch eine Höhle, oder? Ist das eine Höhle? Wenn ich mich bücke, komme ich da bestimmt rein. Von hier aus ist nicht zu erkennen, was darin sein könnte. Boah. Ich würde erstmal hinter die Statue laufen. Das ist ein ganzes Dorf. Endlich bin ich aus dem Wald raus. Wo zur Hölle bin ich hier gelandet? Das Haus da fällt doch beim nächsten Windstoß auseinander. Von der Seitenwand stehen nur noch die Balken. Es sieht so nicht aus, als würde hier jemand wohnen. Unheimlich hier. Ich werde das Gefühl nicht los, dass mich gleich etwas anspringt. Ich hoffe nicht, du. Ein verlassenes Dorf. Man sieht kein Zeichen menschliches Lebens. Wir sind nur Überbleibsel vergangener Zeiten. Die Häuser fallen jeden Moment in sich zusammen. Ob die Person, die der Bauarbeiter Minoru Suzuki genannt und in der Gegend abgesetzt hatte, hier untergeschlüpft ist? Ist niemand in der Nähe. Ist Minoru Suzuki hier? Und vor allem, ist es wirklich der echte Suzuki? Zwei Leute, denen ich die Zeichnung von Makoto gezeigt habe, meinten darauf, Suzuki zu erkennen. Ich wünschte halt, man würde hier irgendwie noch ein Indiz sehen, wonach man gucken soll. Aber man sieht nur die Häuser. Kein Pfad und nichts. Niemanden, der irgendwo heraussticht. Können wir denn gerade nochmal einen Ortswechsel machen? Nee, ne? Rufen wir mal nach Minoru. Es wird sicher niemand erscheinen, wenn ich rufe. Hier ist niemand. Interessant, dass wir das aber auswählen können. Gut, ich werfe trotzdem mal einen Blick in die Häuser, auch wenn die alle ziemlich verlassen aussehen. Ist das Kuse? Oder Kamihara? Ich würde es gerne jetzt gerade schon erkennen. Was machen Sie denn hier? Kommissarin Kuse? Was machen Sie denn hier? Das will ich von Ihnen wissen. Ich glaube, dass Minoru Suzuki sich hier versteckt halten könnte. Ich bin auf der Suche nach ihm. Sind Sie auch deshalb hier? K-
Wenn Sie hier sind, Kommissarin Kuse, heißt das doch... Hält sich Minoru Suzuki etwa tatsächlich in diesem verlassenen Dorf auf? Ich darf Ihnen nicht zum Stand der Ermittlung sagen. Sie haben kein Recht, mich das zu fragen. Oh. Sie sind ein Zivilist, also muss ich Ihnen nicht zum Stand der Ermittlung sagen. Mhm. Sie wirkt richtig so zurück, halt mit der Hand so zurück. So angespannt habe ich Kuse noch nie erlebt. Warum nur ist Kuse so extrem angespannt? Glaubt sie, dass sich Minoru Suzuki, also der lächelnde Mann, in diesem Dorf aufhält? Ob sich Minoru Suzuki in einer dieser Bruchbuden aufhält? Ist niemand, den ich herbeirufen könnte. Hm. Sie ist gerade extrem angespannt. Aber wir können dir auch nichts fragen. Zeigen wir einfach nochmal das Bild. Guck mal hier. Natürlich sagt die dazu nichts. Keine Anzeichen menschlichen Lebens. Hier nagt einfach nur der Zahn der Zeit. Ah, die will ja auch nicht reden. Oder soll das gerade das Indiz sein, dass ich hier nochmal alle Bruchbuden abgucke? Unheimlich hier. Ich werde das Gefühl nicht los, dass mich gleich etwas anspringt. Okay, das sind auf jeden Fall noch alte Sätze, weil die würde ja nur sagen, wenn wir noch nicht angesprungen worden sind. Natürlich ist sie angespannt. Aber... Was sollten wir gerade tun? Also, das ist... Zwei Personen glaubten beim Betrachten dieser Zeichnung von Makoto, dass es sich um Minoru Suzuki handelt. Was? Ihnen muss klar sein. Ich darf Ihnen keine vertraulichen Informationen mitteilen. Das heißt, Ihr Job ist erledigt. Überlassen Sie den Rest der Polizei. Das hier wird die Polizei erledigen. Gehen Sie heim. Kuse hat recht, jetzt ist die Polizei an der Reihe. Hm. Komisch. Außer Kuse sind weit und breit keine Polizeibeamten in Sicht. Kommissarin Kuse, sind Sie ganz alleine hergekommen? Sie wollen die Sache doch nicht ohne Unterstützung angehen, oder? Keine Sorge, ich habe Kami angerufen. Also kein Grund zur Sorge. Ich mache sicher nichts Fahrlässiges. Deshalb müssen Sie jetzt unverzüglich gehen. Aber... Gehen Sie! Das Behindern von Polizeiarbeit kann eine Freiheitsstrafe nach sich ziehen, also kehren Sie sofort um. Kommissarin Kuse? Nochmal, klipp und klar. Behindern Sie nicht meine Ermittlungen. Gehen Sie jetzt. Da ich nicht bei der Polizei bin, ist es verständlich, wenn ich mich nicht zu sehr in Kuses Arbeit einmischen soll. Wenn ich hier weiterhin auf den Füßen stehe, könnte der Erfolg der Fahndung gefährdet sein. Was hatte ich mir nur gedacht? Der Alleingang der Kommissarin macht mir zwar Sorgen, aber ich kann ihr wohl kaum vorschreiben, was sie tun soll. Meine Arbeit hier ist getan. Jetzt übernimmt die Polizei. Ihr Job ist erledigt. Überlassen Sie den Rest der Polizei. Arbeit ist getan. Jetzt übernimmt die Polizei. Verschwinden Sie! Okay, ich kann nichts anderes tun gerade. Gehen Sie jetzt, verstanden? Ihr Job ist erledigt. Überlassen Sie den Rest der Polizei. Soll ich jetzt auf Übermittlung beenden drücken oder wie? Und dann ist alles vorbei. Oder? Meine Arbeit ist getan, jetzt übernimmt die Polizei. Kommissarin Kuse, Sie haben recht. Ich werde mich zurückziehen. Hm? Bitte seien Sie vorsichtig. Ja, natürlich. Ich gehe dann mal wieder. Ich bin nur ein Zivilist. Irgendwo stößt man als Privatdetektiv halt an Grenzen.
Vielleicht sollte ich warten, bis ihre Unterstützung eintrifft. Oder sicherheitshalber nochmal Kommissarin Kamihara anrufen. Was? Ein Schuss? Kommissarin Kusa? Ich wusste es. Sie hat sich alleine auf die Suche nach Minoru Suzuki gemacht. Wo ist Kusa hin? In eine der Bruchbuden? In welchem Haus ist sie wohl? Keine Ahnung. Ich muss eins nach dem anderen durchprobieren. Noch ein Schuss. Das klang mehr als zuvor. Kam der von da drüben? Das klang, als wäre der Schuss von hier gekommen. Okay. Kusa, alles in Ordnung? Was zur Hölle ist... Wer ist das? Das ist... Minoru Suzuki. Was? Der Mann, der die Morde vor 18 Jahren beging. Und der auch Aizuke Sasaki getötet hat. Suzuki ist auf mich zugekommen. Ich sagte, er soll stehen bleiben, aber er hat nicht darauf gehört. Also habe ich geschossen, aber daneben. Meine Hände haben zu sehr gezittert. Suzuki hat sich blitzschnell die Pistole geschnappt und sie weggeworfen. Dann fing er an, mich mit den Händen zu würgen. Aber ich konnte mich aus seinen Händen herauswinden. Ich habe mir ein Hackmesser gegriffen, das hier lag, um ihn in den Kopf gespalten. Kusa scheint unter Schock zu stehen, sie wirkt desorientiert. Ich habe ihn getötet. Das ist Minoru Suzuki? Es ist zu dunkel, um genaueres zu erkennen. Meine Güte, sein Gesicht ist ja richtig zerfetzt. Hat Kusa ihn so zugerichtet? Sein Gesicht ist total entstellt. Das habe ich Kusa noch nie erlebt. Ich muss mich erstmal beruhigen und dann versuchen, die Situation in den Griff zu bekommen. Sind Sie sicher, dass das hier Minoru Suzuki ist? Ja, das ist Suzuki. Und ich habe ihn getötet. Kusa ist felsenfest davon überzeugt, dass das hier Minoru Suzuki ist. Gut, die Zeichnung von Suzuki hat sie hergeführt, aber kann sie ihn wirklich so eindeutig identifizieren? Wenn die Zeichnung nur zeigt, wie er hypothetisch aussehen könnte? Ist das wirklich Minoru Suzuki? Ist das wirklich Minoru Suzuki? Also mal eines nach dem anderen. Kusa ist in das verlassene Haus gegangen und wurde von Minoru Suzuki angegriffen, der sich drin versteckt hielt. Sie hat in Notwehr einen Schuss abgefeuert, den ich gehört habe. Daraufhin bin ich hierher geeilt. Moment. Dieser Schuss. Es gab zwei Schüsse. Ja, genau. Da waren zwei Schüsse. Hat Kusa zweimal daneben geschossen? Sie hat behauptet, Suzuki hätte ihre Pistole weggeworfen und dann angefangen, sie zu würgen. Aber sie konnte den Würgegriff entkommen und dann lag da zufällig ein Hackmesser, mit dem sie Suzuki den Kopf spaltete. Wo bitteschön ist dieses Hackmesser? Und to be frank, wo sind, also, ich glaube, Würgemale kriegt man erst, nachdem man, ne, erstickt gefühlt oder nachdem da krass Druck drauf angewendet wurde. Aber sind schon Ungereimheiten im Raum. Ne? Ich kann kein Hackmesser sehen. Wo kann es nur sein? Da liegt ja ein Handy auf dem Boden. Oh, es ist meins. Das muss mir beim Reinstürmen runtergefallen sein. Ich muss Kommissar Kamihara wissen lassen, was passiert ist. Ich rufe ihn an. Oh. Kein Empfang. Sowas kommt im Gebirge vor. Moment mal. Kein Empfang. Das heißt, Kusa hat auch nicht Kamihara angerufen. Und das war mir eigentlich schon klar, aber jetzt wissen wir es. Vorhin hat Kusa doch behauptet... Keine Sorge, ich habe Kami angerufen. Was hat das nur zu bedeuten? Warum sind sie nicht einfach gegangen?
Warum sind Sie überhaupt hergekommen? Kommissarin Kuse. Tut mir leid, aber Sie müssen sterben. Hä? Nicht Kommissarin Kuse. Vor 18 Jahren. Da bin ich aus dem Haus gerannt, hab mich mitten im Nirgendwo an den Straßenrand gesetzt und geweint. Plötzlich kam ein Auto angefahren und hielt an. Jemand öffnete die Autotür und stieg aus. Ich blickte auf und... Da stand ein Mann. Er hatte eine Papiertüte mit einem lächelnden Gesicht über den Kopf gestülpt. Was? Ich war zu Tode erschreckt und konnte mich weder bewegen noch sprechen. Der Mann ging vor mir in die Hocke und sah mir in die Augen. Und dann sagte er, Emiko. Hä? Ich habe geschrien, was das Zeug hält, immer weiter und weiter geschrien. Der Mann hat sich nicht bewegt. Ich konnte durch die Gucklöcher seine Augen sehen und die sahen traurig aus. Dann hat er mich an der Gurgel gepackt. In diesem Moment kam mein Bruder die Straße entlang gerannt. Er schrie laut, um mich zu retten. Und das ist die Szene, die wir in den Augen gesehen haben von ihr. Er griff den Mann an, hatte aber keine Chance gegen ihn. Das ist das, was wir schon gesehen haben. Der Mann setzte sich auf meinen Bruder und begann ihn zu würgen. Ich dachte nur, er bringt meinen Bruder um. Und ich konnte nichts weiter tun, als dabei zuzusehen. Also versuchte ich, den Mann anzugreifen, aber er hat mich einfach wie eine lästige Fliege weggewischt. Es gelang mir dann aber, ihm die Papiertüte vom Kopf zu ziehen. Der Mann wandte sich mir zu und guckte mich an. Es war Minoru Tsuzuki, aber sein Gesicht... Es sah so aus wie das Gesicht auf der Tüte. Ich erstarrte vor Angst. Ich hab so eine Gänsehaut. Als ich begann, wieder klare Gedanken fassen zu können, war Tsuzukis Auto verschwunden. In mir stieg die Erinnerung auf, wie er meinen bewusstlosen Bruder in den Kofferraum gesperrt hatte. Er hat Makoto entführt. Die Szene ist mir ins Gedächtnis gebrannt. Als ich nach Hause kam, fragten mich meine Großeltern, wo Makoto abgeblieben war. Ich weiß nicht mehr, wie ich spontan darauf kam, aber ich sagte ihnen, dass ich keine Ahnung hatte. Das Ganze war ein unvorstellbarer Albtraum. Der Kampf, der Blick dieses Mannes, das Gefühl zu ersticken. Aber was für mich das Schlimmste war, mein Bruder war wegen mir nicht mehr da. Darüber kam ich nicht hinweg. Und meinen Großeltern wollte ich das auch nicht erzählen. Mein großer Bruder, von dem ich die schönen lila Blüten bekommen hatte. Wenn ich doch nur nicht diese schrecklichen Dinge gesagt hätte. Er wurde anstatt von mir selbst entführt. Ich wünschte, der Mann hätte mich entführt. Nach all den Jahren denke ich immer noch genauso. Die Polizei kam zu uns nach Hause und stellte mir unzählige Fragen zu meinem Bruder. Aber ich konnte nicht anders, als immer zu behaupten, dass ich von nichts wüsste. Das ganze Dorf hat sich zusammengetan, um gemeinsam nach Makoto zu suchen. Ich aber wusste, dass das nie Erfolg haben würde. Am Tag nach dem Vorfall erschien ein junger Detektiv bei uns, der am Abend zuvor schon mit der Polizei da gewesen war. Ich weiß noch genau, was Tsuzuki sagte, als ich mich weigerte, etwas zu erzählen. Ich werde deinen Bruder finden, junge Dame. Weißt du wirklich nichts über sein Verschwinden? Mir wollte keine Antwort gelingen. Dieser Detektiv, Shunsuke Utsugi, ich wusste, dass ich ihm nichts vormachen konnte. Er wusste, dass ich lüge und dass mein Bruder niemals lebend zurückkehren würde. Diesen Mann da, haben Sie ihn wirklich umgebracht? Ja, Minoru Tsuzuki hat unsere Leben zerstört. Er hat den Tod verdient. Emiko.
Endlich bist du da. Oh. Du bist nicht Emiko? Dann... Wer bist du dann? Ich habe Suzuki getötet. Auf dieser Pistole sind seine Fingerabdrücke. Es wird alles so aussehen, als hätte Suzuki sie erschossen. Endlich kann ich mit meinem Bruder wieder vereint leben. Es tut mir leid, aber... Mit ihrem Bruder? Na... Makoto, mein Bruder, ich bin's, Junko, Junko! Junko, Makoto, Bruder. Ja, du bist mein Bruder Makoto, wusste ich's doch. Du bist noch am Leben. Am Leben? Wovon sprechen Sie? Makoto, weißt du etwa nicht mehr, wer ich bin? Was ist mit dir passiert? Wer bin ich? Und wer zur Hölle sind Sie? Oh, Moment! Sieh mal! Erinnerst du dich? Ich hätte dir damals danken sollen. Bruder, du musst von hier verschwinden, sofort! Warte am Bahnhof Kofuku auf mich! Beeil dich! Verschwinde von hier, los, beeil dich! Aber... Nun geh schon! Hä? Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich... Kusa... Und was nun? Mein Bruder hat jetzt 20 Jahre lang gelebt, ohne bis heute etwas über seine Vergangenheit erfahren zu haben. Ich möchte nicht, dass er weiterhin leiden muss. Ich möchte ihn befreien. Jetzt. Es tut mir so leid. Ich kann es immer noch nicht. Es tut mir leid, Makoto. Ich bin so... Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Kommissarin Kuse. Bring Junko nicht zum Weinen. Nein! Halt, Makoto!
Tadaima. Da bin ich wieder. Oh, hallo Ayumi. Wie geht's denn, Makoto? Der scheint sich gut zu erholen. Zum Glück hat er keine bleibenden Schäden davongetragen. Dank der Tatsache, dass der finale Rettungsschuss von Kommissarin Kamihara sein Ziel mal wieder weit verfehlt hat. Also hat er ihn doch erreicht. Als Makoto angriff, hat Kommissar Kamihara das Feuer auf ihn eröffnet. Ihm war das ungewöhnliche Verhalten von Kommissarin Kuse in letzter Zeit aufgefallen. Unter anderem, dass sie sehr oft ganz spontan alleine auf Arbeitseinsätzen aufgebrochen war. Es war ihre persönliche Entscheidung, Suzuki in seinem Versteck zu stellen, ohne das vorher jemandem mitzuteilen. Aber Kamihara wusste über das Motorrad und die Krawatte Bescheid. Er versuchte so gut es ging, stets über Kuses Unternehmung im Bild zu sein. Deshalb hat Kamihara auch mitbekommen, dass seine Kollegin allein zu diesem verlassenen Dorf aufbrach. Er hatte aber etwas Dringendes auf der Wache zu erledigen und ist deshalb erst in letzter Sekunde im Dorf aufgetaucht. Ein Glück, dass auch er so manches auf eigene Faust tat, was niemand angeordnet hatte. Alles, um Kommissarin Kuse zu beschützen. Was Minoru Suzuki betrifft, als er so vor mir lag, war ich sicher, dass die Kommissarin ihn getötet hatte. Auch nirgendwo zu sehen. Und deswegen war sie auch so schockiert. Versteck dich, Makoto. Was? Weg hier sofort. Aizuke? Aizuke Sasakis Tod war letztendlich Suizid. Kuse hatte auf dem Weg vom Seniorenheim zur Polizeiwache einen Jungen auf dem Fahrrad gesehen. Es brachte die Kommissarin ins Grübeln, dass der Junge abends in einer einsamen Gegend unterwegs war. Nach einer Weile beschloss sie lieber mal nach dem Rechten zu sehen und wendete ihr Motorrad. Sie parkte in der Nähe des Pumpwerks und somit genau an der richtigen Stelle. Dort fand sie nämlich Aizuke. Er saß dort mit seiner an den Zaunstangen befestigten Krawatte um den Hals. Oh mein Gott! Aizuke atmete schon nicht mehr, aber die Kommissarin versuchte ihn wiederzubeleben. Es half nicht. Aizuke war erstickt. Als Kuse ihr Handy hervorkramen wollte, berührte ihr Hand etwas anderes. Kuse fiel sofort wieder ein, was das war. Es war die Papiertüte, die sie in dem abbruchreifen Raus, in dem sie aufwuchs, mitgenommen hatte. Die Tüte brachte Kuse auf eine Idee, die sie spontan umsetzte. Die Kommissarin nahm die Krawatte an sich, stülpte Aizuke die Papiertüte über den Kopf und verließ den Tatort. Hallo? Ich glaube, ich habe eine Leiche gefunden bei diesem Pumpwerk. Nahe der Bushaltestelle hinter der Schule. Am nächsten Morgen informierte sie als erste Zeugin des Vorfalls mit einem anonymen Anruf die Polizei. Kommissarin Kuse hat Aizuke so hergerichtet, um eine Verbindung zu der Mordserie vor 18 Jahren anzudeuten. Sie glaubte, dass sie durch ihre Beteiligung an den Ermittlungen vielleicht ihren Bruder wiederfinden könnte. Ihre Hoffnung war, dass der Fall das Interesse der Medien auf sich ziehen würde. Die Berichterstattung sollte ein Signal für Makoto sein, den sie nach wie vor am Leben glaubte. Und es hat funktioniert.
Minoru Suzuki und Makoto wurden auf den Fall Aizuku Sasaki aufmerksam. Der lächelnde Mann erschien auf der Bildfläche, genau wie Kommissarin Kuse gehofft hatte. Jetzt bereut sie ihr Handeln. Sie sagt immer wieder, was habe ich nur getan? Und der Abschiedsbrief von Aizuku war die ganze Zeit in Kommissarin Kuses Besitz? So wie die Krawatte. Genau. Er steckte in einem Umschlag, der in Kuses Wohnung auf dem Boden lag und wohl aus einer Schachtel gefallen war. Aizukus Abschiedsbrief war an Megumi gerichtet. Darin stand: Liebe Megumi, ich hatte immer so viel Spaß mit dir. Vielen Dank dafür. Es tut mir leid. Lebe wohl. Fukuyama hat Megumi und Kohei mitgeteilt, was in dem Brief stand. Als sein bester Freund verstand niemand Aizuku so gut wie Kohei. Sein Kommentar fiel ganz knapp aus. Das klingt genau nach ihm. Und dann brach er in Tränen aus. Auch Megumi war untröstlich und hat sich die Augen ausgeweint. Aber dann sagte sie, dass Aizukus Worte ihr Kraft geben würden. Sie will die Erinnerung nicht verdrängen und Aizukus Güte in ihrem Herzen behalten. Sie ist gewillt, Kraft aus Aizukus letzten Worten zu schöpfen. Erwachsenen fällt es schwer, sich in Jugendliche in diesem Alter hineinzuversetzen. Aber bei mir ist es nicht lange her. Ich weiß noch genau, wie zerbrechlich die Seele da sein kann. Deshalb müssen wir alle gemeinsam junge Leute beschützen, unter anderem vor sich selbst. Fukuyama war auch... Fukuyama war auch von seinen Gefühlen überwältigt. Er wird auch in Zukunft ganz bestimmt ein großartiger Lehrer sein. Tadaima! Hey, the long missing person! Da bin ich wieder. Oh, Herr Otsugi. Schön, dass Sie zurück sind. Hauptkommissar Kamada hat mir schon von Ihren Erfolgen berichtet. Sie haben sich zu sehr guten Detektiven gemausert. Wie ist es denn bei Ihren Ermittlungen gelaufen? Sie sind ganz gespannt auf Ihre Erzählung. Alles zu seiner Zeit. Ich bin gerade erst zurück und halb verhungert. Ayumi, möchten Sie gern mit mir essen gehen? Natürlich. Halt, Moment, warum nehmen Sie denn nur Ayumi mit? Auf geht's, Ayumi. Okay. Menno, ich will auch mit! Oh, Kommissar Kamihara. Können Sie das glauben, wie gemein alle zu mir sind? Die haben mich allein im Büro zurückgelassen. Noch? Telefonierst du gerade mit jemandem? Mit Kommissar Kamihara. Dann passen Sie auf, dass Sie beim Telefonieren nicht gegen einen Laternenmast laufen. Nun komm schon. Aber dann gibt's jetzt ja noch einen Epilog, oder? Es gab ja auch einen Prolog, oder? Geraume Zeit später erhielt ich einen Brief von Kommissarin Kuse. Liebe Ermittlerkollegen im Detektivbüro. Ich möchte mich für alle Unannehmlichkeiten entschuldigen, die ich Ihnen mit meinem Verhalten eingebracht habe. Was ich getan habe, ist unverzeihlich. Ich schäme mich für meinen Egoismus und möchte für meine Sünden büßen. Ich habe meinen Job bei der Polizei gekündigt, um mich der Betreuung meines Bruders widmen zu können. Makoto hat sein Gedächtnis zurückerlangt, aber es wird noch eine Weile dauern, bis er wieder laufen kann. Eines Tages möchte er ohne fremde Hilfe leben können. Deshalb legt er sich bei den Reha-Maßnahmen voll ins Zeug. Mein Bruder zur Seite zu stehen, ist meine Art der Wiedergutmachung. Diesen Gedanken werde ich in meinem Herzen tragen. Meine Familie wünscht Ihnen alles Gute für die Zukunft. Viele Grüße von uns dreien. Auch von der Omi. Ihre Junko Kamihara. Bitte?
Auberginenblüten symbolisieren Glück, Wahrheit und Hoffnung. Und es hat ganz den Anschein, als ob Familie Kuse diese drei Dinge endlich gefunden hat. Emio, der lächelnde Mann. Famicom Detective Club. Das ging dann am Ende doch schneller zu Ende, als ich gedacht habe. Ich muss mich gerade, glaube ich, noch so ein bisschen sammeln, um aussprechen zu können, was ich fühle. Schreibt gerne jetzt schon in die Kommentare, Leute. Ich bin so gespannt, eure Meinung dazu zu lesen, ob ihr in die Richtung gedacht habt, ob es komplett was anderes war. Schreibt bitte wirklich, schreibt Romane in die Kommentare. Das ist bei so einem Spiel, glaube ich, der Wahnsinn gerade. Ich war gerade am Ende so schockiert mit Junko Kamihara, weil ich erst dachte, das soll implizieren, dass es die Kuse-Familie nie gegeben hat und dass Kamihara quasi ein weiterer Bruder ist von Junko. Aber dann soll das quasi bedeuten, sie hat Kamihara geheiratet und hat den Namen von ihm angenommen, weil ich weiß nicht, wie sehr das in Japan auch das Bild ist, dass man den Namen des Mannes annimmt. Das würde ich eher denken, weil am Ende hieß es ja auch, dass die Familie Kuse, und da wurde ja Yoshi auch nochmal gezeigt, dass die das alles, dass die Familie dahinter steht. Demnach denke ich, dass sie den geheiratet hat. Was Schönes, wenn das bedeuten soll, nehme ich an. Ich muss zugeben, ich fand es cool. Ich finde es auch unfassbar krass, dass sie am Ende das wirklich aufgemacht haben, dass er sich wirklich selbst umgebracht hat. Und sie das genutzt hat als Anhaltspunkt, um die Ermittlungen von vor 18 Jahren wieder aufleben zu lassen. Das finde ich ist verrückt. Das hätte ich auch ehrlich gesagt nicht gedacht. Also, dass das Motorrad da war und dies und jenes, klar, Dinge, die aufgefallen sind, aber ich hätte niemals in die Richtung gedacht, dass sie diejenige war, die das dann inszeniert hat. Das fand ich war schon ein krasser, wilder Moment. Dass der Bruder tatsächlich noch lebt, finde ich auch heftig. Dass der Tsuzuki den Bruder gewürgt hat, das konnten wir, ich glaube, die haben nicht damit gerechnet, dass man das halt unbedingt auf YouTube hochlädt, wo man Frame für Frame durchgehen kann, weil diese Split Second, wo wir schon gesehen haben, wie ein kleiner Junge gewürgt wird mit Cappy von dem Emio, den lächelnden Mann, ne? Da konnten wir ja schon eins und eins zusammenzählen, okay, der Bruder wurde mal gewürgt von dem. Das heißt, das ist schon so die Ground Story. Deswegen konnten wir schon so ein bisschen in die Richtung denken. Ich muss aber sagen, ich finde es, ein paar Kleinigkeiten finde ich ein bisschen schade. Zum Beispiel, dass wir jetzt nicht nochmal zu Todoroki Motors zurückgegangen sind und wir jetzt nicht aufklären konnten, was es genau mit Tsuzuki auf sich hat. Der trug anscheinend immer einen Mundschutz. Das heißt, er konnte auch normal reden und wirklich arbeiten und war da. Also, er war nie so gesprächig, haben die gesagt. Aber warum haben dann die Leute bei der Baustelle gesagt, dass Makoto Tsuzuki wäre? Weil, also die haben ja nicht die Rollen geswitcht oder so. Ich dachte am Ende, dass noch irgendwie so ein wilder Plot kommt, keine Ahnung, besonders als er dann da stand, wo sie auch Tsuzuki gesehen hat, dachte ich erst, es kommt so, keine Ahnung, der wildeste Plot, das sind ein und dieselbe Person. So, es gab nie wen anders, sondern der Bruder ist auch gleichzeitig der lächelnde Mann. Und hat Leute getötet und sie steckt da irgendwie mit drunter in und er bedroht sie oder sowas. Keine Ahnung, hätte ja auch so eine Richtung einschlagen können. Ich finde, sie haben aber am Ende, also diese ganze Soundkulisse und wie spannend und, das muss ich ganz, ganz hoch ansprechen und hochhalten, die ganzen Animationen am Ende waren ja top-notch. Also man hat ja die ganze Zeit das Spiel über schon so kleine Animationen gehabt, dass sich mal was bewegt, was sich so, ne? So kleine Cutscenes. Aber das am Ende mit dem lächelnden Mann war ja mit dem Blitz, wo man diese Tüte sieht, wie er sie würgt, wie er auf sie zukommt, das war ja, Alter, das war Cinema. Das war wirklich, wirklich gut.
Und insgesamt muss ich auch weiterhin sagen, ich fand, wie dieses ganze Spiel halt erzählt worden ist und die ganzen Charaktere, wie man so Kapitel für Kapitel immer tiefer in diese Story reingegangen ist, unfassbar schön umgesetzt, gerade als jemand, der Visual Novels halt an sich gar nicht wirklich spielt und auch nicht so Detective Visual Novels, wenn man das so betiteln darf. Ich bin jetzt fast ein bisschen traurig, weil es gibt noch zwei andere Spiele. Auch vom Famicom Detective Club. Denn Ayumi und auch wir, Yannick Brain, kennen uns schon von zwei anderen Fällen. Also wir haben quasi eine Vergangenheit und haben schon in zwei Fällen zusammen ermittelt. Die sind auch für die Switch nochmal neu rausgekommen. Aber, und das ist das größte Aber, es gibt sie nur auf Englisch. Und das, finde ich, ist der Todesstoß. Weil man kann das natürlich, kann ich das auf Englisch alles vorlesen, aber... Hallo, ich bin's. Entschuldigen Sie die späte Störung. Hallo? Hä? Es geht um den Fall. Es sind nach wie vor viele Geheimnisse und Fragen ungeklärt. Ich denke, dass wir den Fall erst ad acta legen können, wenn wir wirklich alle Antworten gefunden haben. Dazu gehört, dass wir das Leben von Minoru Suzuki nochmal genau unter die Lupe nehmen. Allerdings, das ist eine ganz üble, finstere Geschichte. Da brauchen Sie wirklich starke Nerven. Wenn Sie die haben, werde ich ins Detail gehen. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie dazu bereit sind, die Sache anzugehen. Ich warte auf Ihre Entscheidung. Ha? Was heißt schützen? Geschützt. Emio, der lächelnde Mann. Minoru. Famicom Detective Club. Moment, bitte was? Bitte was? Wie viel wird hier jetzt noch drinstecken? Das ist jetzt noch... Sind wir dann komplett unterwegs in den Ermittlungen von Utsugi? Oh mein Gott! Ja Leute, ihr seht's anhand der Länge des Videos. Emio, der lächelnde Mann, ist hiermit beendet. Und ich würde sagen, wir sehen uns aller spätestens morgen wieder zum ersten Part von Minoru vom Famicom Detective Club. Und wir schauen mal, was es damit auf sich hat. Oh mein Gott, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Wie geil ist das? Wir haben einfach nochmal gefühlt jetzt ein Spiel bekommen, oder wie? Also, selbst wenn das so eine Stunde geht, ist das ja überkrass. Dieser Switch dann auch davor. Boah. Geil. Alter. Crazy. Aber wie geil, weil das ist ja genau das, was ich angesprochen habe, dass das ist, was mir noch fehlt. Warum? Was ist mit Minoru Suzuki gewesen? Wie ist das alles passiert? Die ganze Geschichte. I wanna know it. Und das schauen wir uns im nächsten Part morgen an. Hi, ihr dachtet, das Video wäre zu Ende. Haha, reingelegt. Ich habe den Epilog aufgenommen. Der Epilog ist unfassbar krass. Und genau das, was mir noch gefehlt hat beim Ende mit den offenen Fragen, die ich gestellt habe. Aber was ich schon mitbekommen habe, ist, dass etliche YouTube-Kanäle, die den Epilog auf YouTube hochgeladen haben, von Nintendo direkt gestrikt worden sind. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass sie nicht wollen, dass es so schnell gespoilert wird, aber das Spiel ist jetzt ja auch schon ein bisschen draußen, oder ob sie das einfach für immer so ein Geheimnis lassen wollen. Aber ich sage nur so viel, ich fand den Epilog wirklich sehr, sehr stark und die Beschreibung, die der Epilog gezeigt hat, die war sehr, sehr gut und da sollte man reinschauen.
Ein phänomenales Spiel. Ich hoffe, wir sehen uns bei einem neuen Let's Play wieder. Bis dahin, euer Brain, Tüdelü mit Ü. Brrr.